Nach der WM ist Deutschland ja im Fußballwahn wie noch nie und wir warten sehnsüchtig auf den Start der Bundesliga, aber auch auf unsere Zweitligisten St. Pauli und den VfB Lübeck. Die Jungs wollen natürlich mindestens in der zweiten Liga bleiben, völlig klar. Und die Lübecker haben sich schon mal Verstärkung geholt. Markus Kullig heißt er und kommt vom 1. FC Kaiserslautern. Thorsten Philips stellt ihn uns vor. Markus Kullig, 27 Jahre, Ex-Bundesligist. Stark in der Defensive, mit Übersicht und Köpfchen. Endlich wieder auf der Lohmühle. Das ist schon so, dass ich mit offenen Armen aufgenommen wurde. Also ich habe am Tag, als es klar gewesen ist, dass ich hierher komme, habe ich im Internet das Gästebuch vom VfB Lübeck durchgelesen und da war durchweg nur positive Kommentare und das freut mich natürlich. Habe ich Gänsehaut gekriegt und allein dafür hat sich das gelohnt, wieder zurückzukommen. Ein weiterer positiver Beigeschmack, sein Lieblingsrestaurant im Stadion. Auf das Essen hier ein Jahr lang zu verzichten, fiel ihm schwer. Als er in der letzten Saison harte Bundesliga-Erfahrung beim 1. FC Kaiserslautern machte. Nur 5 Einsätze, das schmeckte ihm gar nicht. Zum Schluss der Saison war es ja so, dass ich dann am Wochenende eigentlich immer zu Hause war, gar nicht mehr mit im Kader war und da habe ich dann natürlich auch immer die Berichte aus der Regionalliga gesehen. Ich war auch, telefonisch dann verbunden mit Klaus Borchert, Daniel Berwolf. Also da haben wir regelmäßig noch Kontakt gehalten. Und als dann das Angebot kam, wieder zurückzukehren, war für mich eigentlich von vornherein klar, wenn ich aus Kaiserslautern weggehe, dann nur wieder nach Lübeck. Jetzt endlich ist der gebürtige Bielefelder wieder in seiner Fußballheimat. Damals hat er als Kapitän den VfB Lübeck verlassen. Nun zurück und von allen mit offenen Armen empfangen. Bei allen Beteiligten hier im Verein ist er schon als verlorener Sohn empfangen worden. Ja klar, Kulle ist schon 3 Jahre hier gewesen und da gibt es überhaupt keine Probleme mit ihm. Er ist ein lockerer Typ, mit ihm kann man gut umkommen. Auf jeden Fall freut man sich. Also er ist vom Menschlichen her ein Typ, mit dem man sehr gut kann. Fußballerisch hilft er uns auch sehr weit. Also ist auf jeden Fall schon eine Bereicherung für die Mannschaft, dass er wieder zurück ist. Auch seine Fans stehen ihm zur Seite. Kein Wunder, er ist einer, der sich bescheiden einreiht und dann genießt. Die Stadt gefällt ihm, mit Lübeck will er noch hoch hinaus. Doch so schön hier auch alles ist, für ihn und den Erfolgstrainer Dieter Hecking zählt nur die Leistung auf dem Platz. Markus soll schon, aber im Verbund mit allen anderen, Führungsaufgaben, Verantwortung übernehmen und alles andere, dafür hätten wir nicht holen brauchen. Das weiß auch der verlorene Sohn. Markus Kullig will mit dem VfB nur eins in Liga 2, den Klassenerhalt.